Hi, in diesem Video zeigen wir euch, wie man Face ID für einzelne Apps aktivieren bzw. deaktivieren kann. Viel Spaß! Wenn ihr den Face ID-Zugriff für eine bestimmte App deaktiviert, dann wird die App das Passwort verlangen. Face ID hat somit bei vielen Apps die Aufgabe, das lange Eintippen des Passworts zu vermeiden. Wollt ihr aber zum Beispiel bei Banking-Apps oder bei Apps, die von eurem Konto abbuchen können, lieber manuell ein Passwort eingeben? Dann ist diese Funktion sicher hilfreich. Allerdings sind bei dieser Funktion nur Apps aufgelistet, die nach dem Face ID-Zugriff gefragt haben. Bedeutet, dass nur die Apps angezeigt werden, bei denen ihr euch angemeldet habt und die App Face ID als Passwort akzeptiert. Um die Funktion nutzen zu können, müsst ihr in die Einstellungen. Tippt dann auf Face ID und Passwort. Nun werdet ihr aufgefordert, euer Passwort zum Entsperren eures Geräts einzugeben. Danach tippt ihr unter dem Reiter Face ID verwenden für auf andere Apps. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, Face ID für bestimmte Apps zu aktivieren oder zu deaktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kanntet ihr diesen Trick? Schreibt uns das und auch gerne Videovorschläge in die Kommentare. Liken und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao!